Herzlich willkommen bei Werkstatt Zukunft, liebe Bildungsbürgerinnen. Moin, moin. Unser Thema heute, wie kann künstlerisches Tun den Maßgaben ökologischer, aber auch sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit entsprechen? Wie können Kultureinrichtungen einen möglichst ressourcenschonenden Betrieb gewährleisten? Welche Mittel sind dafür notwendig? Welchen Beitrag kann Kunst, welchen Beitrag kann Kultur leisten, um die Nachhaltigkeitstransformation gesellschaftlich voranzubringen? Die Bewältigung der Klimakrise stellt auch Kulturinstitutionen sowie Künstlerinnen vor Herausforderungen. Den Fragen dieses wichtigen Gegenwartsthemas stellen wir uns hier bei Werkstatt Zukunft gemeinsam mit Creative Mass. Und wir sind zu Gast in der Kulturetage. Bei uns ist Bernd Wach, Geschäftsführer der Kulturetage. Seit wie vielen Jahren gibt es die Kulturetage? Nein, 86. Seit 1986 ist Bernd auch schon Geschäftsführer der Kulturetage. Bernd, die Frage an dich. Ähm, auf den ersten Blick ver ja, verwundert ja so ein bisschen die Verbindung von Klima und Kulturpolitik, denn Kunst und Kultur leben ja von einer gesellschaftlich garantierten Freiheit. Sie müssen sich jeweils keinem eigenen Zweck unterordnen. Dennoch finde ich, lohnt es sich zu fragen, ob nicht gerade für die Kulturpolitik eine Chance darin liegt, sich in der Ausbuchstabierung einer Transformation neu zu erfinden, im Sinne einer Nachhaltigkeit. Es muss ja nicht gleich ganz neu erfunden werden, aber äh, es ist uns ein wichtiges Anliegen in diesen Zeiten und das ist eben nicht nur jetzt gerade aktuell, äh, in den letzten zwei Jahren, sondern schon seit vielen Jahren, dieses Thema, was alle umtreibt und uns natürlich auch. Wie kommen wir mit dieser Bedrohung oder wie gehen wir damit um? Und da ist es natürlich einfach, ein schönes Theaterstück zu schreiben und mit den Fingern auf andere zu zeigen. Da, und man muss mal einmal hochschauen und gucken. Die eigenen Scheinwerfer verbrauchen auch sehr viel Strom. Und da gibt es bessere Lösungen, als so weiterzumachen. Wir haben hier, sind in einem alten Fabrikgelände. Das war mal schick und das hat im Grunde genommen ist kaum gedämmt. Das ist heute ein, nicht nur ein Kostenfresser, sondern heute ist die Frage, wie muss, was müssen wir alles tun, damit dieses Gebäude nachhaltig wird. Und so kann man das Stück für Stück durchbuchstabieren bis hin zu der Frage, wie kommen die Leute hierher mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Und das können wir nicht nur den Leuten überlassen, sondern das ist auch für uns lebenswichtig, wenn wir eine andere Zukunft haben. Wollen als auf die wir gerade zurasen, dann ist äh, Handlung geboten. Aber dieses Ausbuchstabieren ist ja ganz spannend. Inwiefern seid ihr euch darüber im Klaren? Wir haben heute den ganzen Tag einen Workshop dazu gemacht. Wo entstehen eigentlich die meisten CO2-Emissionen? Und es ist tatsächlich mit der größte Punkt. Ihr seid jetzt in der guten, auf der anderen Seite auch doofen Lage. Euch gehört das Gebäude. Also ihr seid dafür auch verantwortlich, es zu dämmen. Aber ich glaube, ein großer Punkt ist wirklich An- und Abreisepublikum. Ne? Ja, ja, ganz. Also ich jetzt, habe jetzt ein paar Ergebnisse von anderen Kultureinrichtungen gesehen und war erschreckt. Also Theaterhof hier im ja, 19. Theaterhof 19 hat genau. eine, eine Analyse gemacht, aber ich habe auch ein, ich bin ja auch bei den äh, niedersächsischen Zentren da im Vorstand. Auch dort gibt es bereits erste Ergebnisse. Das ist wirklich erschreckend, äh, dass eben die Anreise meist über 50 Prozent äh, ausmacht und das... Jetzt könnte man sagen, sollen wir zumachen? Dann sind, bleiben die Leute zu Hause vorm Fernseher und es wird weniger Auto gefahren. Nee, das Aber das kann natürlich nicht. natürlich nicht das Ziel sein. Nein, wir wollen ja auch weiterhin Theater und Musik machen und das nicht äh, nur äh, im Bildschirm, sondern im Grunde genommen live. Aber wir müssen natürlich Wege finden, wie erreichen wir, dass alle mit dem Fahrrad und zu Fuß kommen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Kulturetage zum Beispiel liegt ideal. Die liegt äh, keine fünf Minuten vom Bahnhof entfernt vom und vom Busbahnhof. Trotzdem ist es eine, eine schwierige Aufgabe, die da vor uns liegt, eben unserem Publikum das nahe zu bringen, anders anzureisen. Und was könnte das so ein Hebel sein? Also man könnte zum Beispiel mit dem Ticket irgendwie auch mit dem ÖPNV gehen? Genau, das wäre eine wichtige, äh, ein, ein wichtiger Schritt. Und da sind wir jetzt auch da dran äh, mit der Stadt zu verhandeln, ob wir nicht äh, so ein Modell, was es im Staatstheater ja schon gibt, das kostet allerdings doch viel Geld. Und wir sind nun leider nicht so gut aufgestellt finanziell, dass wir da Geld reinstecken können. Aber im Interesse des Ganzen müsste man ein Modell finden, wie eben, mit, wir mit dem, Ticket, äh, mit dem Konzertticket sozusagen auch gleich die An- und Abreise mit verkaufen. Und dass das äh, so funktioniert, das ist auch für die Leute ja wesentlich angenehmer. Sie können doch ein bisschen äh, was trinken. Sie können äh, ja gut. Sie müssen keinen Parkplatz suchen. Also wir sehen immer die Leute aus mh. der Wesermarsch oder aus mh. Kloppenburg, die dann fünfmal hier das Haus umkreisen auf der verzweifelten Suche. Aber für die, die die ist ja, aber für die ist natürlich schwierig mit dem ÖPNV. Da fährt abends kein Bus zurück dann in die Wesermarsch. Auch da gibt es Modelle, äh, dass das eben, eben auch äh, beim Staatstheater teilweise Busse, kleine Busse eingesetzt mh. werden, um bestimmte Zielgruppen ab. Zu holen. Ja. Also das ist natürlich ein bisschen eine, eine, eine größere Einrichtung als wir, aber wir haben uns da auch mit allen anderen Kultureinrichtungen zusammengeschlossen mhm. und haben gesagt, wir agieren jetzt gemeinsam und machen ein Nachhaltigkeitskonzept, mit dem wir an die Stadt gehen und sagen, es muss etwas getan werden, dass eben abends es sich lohnt, äh, auf das Auto zu verzichten und trotzdem einen schönen Abend in der Oldenburger Innenstadt zu verbringen. Danke für diesen Moment, Bernd Wach, Geschäftsführer der Kulturetage. Wir setzen das Gespräch mit dir gleich fort. In Niedersachsens drittgrößter Stadt Oldenburg agieren große Institutionen wie das Staatstheater, das Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte, die Landesbibliothek, mehrere Theater mit freien Künstlerinnen, soziokulturelle Träger mit internationalen Gästen und es gibt kulturelle Angebote von ehrenamtlich Engagierten. Also alles ganz breit aufgestellt. In Werkstatt Zukunft begrüße ich die Leiterin des Amtes für Kultur, Museen und Sport. Christiane Kordes, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für Creative Mass. Und für Werkstatt Zukunft. Frau Cordes, ich habe die kulturellen Angebote gerade arg grob zusammengefasst. Bitte präzisieren Sie auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was bietet die Stadt Oldenburg kulturell? Also, erstmal würde ich sagen, Sie haben das ganz gut zusammengefasst. Man sieht nämlich daran, dass Oldenburg, was Kultur angeht, breit und vielfältig aufgestellt ist. Sie bietet Kunst, sie bietet Kultur und sie bietet auch Begegnung und Bildung. Und ich glaube, dieses Portfolio ist das, was eine. Was jede Stadt braucht, aber was uns in Oldenburg auch gut tut. Wenn wir dann ein bisschen genauer gucken, die Stadt macht erstmal die Grund, kulturelle Grundversorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge, wie das dann so schön heißt. Das heißt, wir haben so Einrichtungen wie die Stadtbibliothek, die Musikschule, unsere Museen und so weiter. Und die Stadtbibliotheken auch in den Stadtteilen. Ne? Genau, das ist eben auch nicht unspannend, weil es eben auch darum geht, Angebote für Zielgruppen zu machen. Und es gibt halt Zielgruppen. Das ist es nicht so einfach möglich, in die Innenstadt zu kommen. Ähm, ja, das auf der einen Seite. Dann haben wir wunderbarerweise in Oldenburg viele Landeseinrichtungen, die natürlich einen ganz wesentlichen Beitrag zu dem leisten, was ich gerade mit den vier Schlagwörtern umschrieben habe. Wenn Sie an die beiden Landesmuseen denken, wenn Sie an unser Staatstheater denken, die Landesbibliothek, das Staatsarchiv, könnte uns noch ein bisschen weiter aufzählen. Mhm. Aber ich glaube, die Vollständigkeit brauchen wir nicht. Und die dritte Säule ähm, sind die sogenannten freien Einrichtungen, also im weitesten Sinne soziokulturell. Die, Kulturell, die Kulturetage, das Kreativlabor, unsere freien Theater, unser Medienbüro, unser Sineka und so weiter und so weiter. Das ist insofern Teil auch der Kulturstrategie, weil wir uns vor ja, 20 Jahre das ist glaube ich schon her, als Stadt dahingehend verständigt haben, dass es, was eine Vielheit an Kulturangeboten angeht, es zielführend ist, wenn es sehr viele unterschiedliche Akteure gibt. Und wir haben natürlich auch nicht zuletzt, Sie haben das mit Ehrenamt umschrieben, viele Projekte, die das Jahr über stattfinden, wenn sie, wenn wir in Stadtteilen sind, zum Beispiel an das freste festival in Kreinbück denken oder im letzten Jahr im Bloher der Schatz von Bloher und, und, und. Also, ja, wir sind schon breit aufgestellt und haben damit, glaube ich, auch eine Relevanz für Oldenburg als Kultur und auch Potenzial für die Fragen, vor denen auch die Oldenburger Stadtgesellschaft steht. Creative Mass und Werkstatt Zukunft schauen jetzt im zweiten Workshop darauf, wie KulturanbieterInnen nachhaltiger veranstalten. Wie sehr ist dieses Thema auch bei Ihnen in der Stadtverwaltung angekommen? Ich glaube schon sehr, ne? Ja, also eigentlich ich bin ich jetzt auch schon viele viele Jahre hier in der Stadt Oldenburg tätig. Eigentlich finde ich, dass von Anfang an damals noch anders akzentuiert Klimaschutz und Naturschutz immer eine Rolle gespielt hat, was glaube ich auch mit der ja, der Verfasstheit der Gesellschaft und auch der politischen Akteure in Oldenburg zu tun hat. Auch fand ich in der Stadtverwaltung, es gab immer eine Umweltdezernent, also ganz, ganz ne, ja. schon vor 20 oder 25 Jahren, also auch in der Stadtverwaltung hat die Frage, haben die Fragestellungen schon, glaube ich, länger eine Rolle gespielt. Was sich allerdings verändert hat, ist, dass es jetzt eigene Bereiche gibt, die explizit zuständig sind für Fragen von Klimawandel und Nachhaltigkeit. Dann haben wir im letzten Jahr, hat der Rat der Stadt ein Nachhaltigkeitsleitbild verabschiedet, was auch ja. innerhalb der Stadtverwaltung, wie heißt das so schön, partizipativ erarbeitet ja. wurde und was wirklich auch Richtschnur für das ist, was wir tun und was wir manchmal dann auch nicht tun in der Folge. Und wenn ich jetzt in meinen Bereich gucke. Ähm, wir hatten vorhin auch gerade über Sport im Vorgeplänkel mhm. gesprochen. Wir sanieren gerade ganz, ganz viele Hallen energetisch. Wir fördern Sportvereine. Sie waren ja neulich beim GVO. Der wird das, würde das wahrscheinlich bestätigt haben, wenn Sie ihn denn gefragt hätten. Und ähm, was unsere Kultureinrichtung angeht, zwei Stadtbibliotheken waren im letzten Jahr für ein paar Monate geschlossen, weil eben energetisch saniert wurde. So, da könnte ich jetzt viel mehr aufzählen. Also, das Thema ist in der Stadtverwaltung angekommen und ich finde auch auf eine gute Weise, ähm, es. Es wird nur funktionieren, wenn man es als Querschnittsaufgabe und gemeinsame Aufgabe sozusagen akzentuiert. Ja, und ich glaube, da ist die Stadtverwaltung jetzt wirklich gut aufgestellt. Bei den 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten Nachhaltigkeitszielen ist Kultur nicht dabei, aber bei allen Zielen mitgedacht. Welche Rolle schreiben Sie Kultur in Oldenburg grundsätzlich zu bei der Bewältigung dieser enormen gesellschaftlichen Transformationsaufgabe? Ähm, ja, also ich glaube eine große, um sozusagen erstmal mit einem Schlagwort die Antwort vorwegzunehmen, ähm, es ist ja so, Transformation heißt, man muss sich verändern und das heißt, etwas im Kopf und im Herzen, sage ich jetzt mal, muss sich verändern, das ist schwierig, weil es einfach ähm, eine Energie in, in jedem von uns in der Gesellschaft erfordert, die erstmal nicht so einfach unter Umständen ist und hier ganz sicher nicht. Ähm, äh, ja, die Kommunen sind, glaube ich, ein wichtiger Treiber, erst mal, um das ein bisschen größer anzufassen, in der Aufgabe von Transformation, weil sie zum einen näher dran sind, auch agiler sein müssen, weil die Probleme schlagen hier auf und nicht unbedingt sofort beim Bund oder beim Land oder anderen staatlichen Institutionen. Und ich glaube auch, dass äh, so Gemeinwesen vor Ort viel agiler sein können, um sich Themen zuzuwandeln. Jetzt war es die Frage nach der Kultur. Ähm, also auf der einen Seite... Trifft auch die Kultur, trifft Kultureinrichtungen die Frage nach der Transformation und zwar... Auf in zwei Dimensionen, einmal nach innen. Auch wir verursachen einen ökologischen Fußabdruck, auch wir sind nicht durchgängig barrierefrei und so weiter, wenn Sie jetzt die 17 Ziele sich vor Augen halten. Das heißt, alle sind aufgefordert, sich auch auf den Weg zu machen äh, in Richtung einer Veränderung hin zur Erreichung dieser 17 Ziele. Und das Zweite, was aus meiner Sicht noch wichtiger ist, äh, ich glaube, dass Kultur das Potenzial hat, diese Veränderung im Mindset, von der ich am Anfang gesprochen habe, um Transformation nachhaltig zu machen, dazu kann Kultur einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Aus mehreren Gründen. Einmal, wenn wir jetzt auf Oldenburg gucken, glaube ich, dass die Kulturinstitutionen in ihrer großen Mehrheit in der Gesellschaft verankert und auch akzeptiert sind. Ähm, Kultur hat das Potenzial, Visionen zu entwickeln, Fragestellungen anders anzugehen und sozusagen als Transmissionsriemen für was Sie gerade mit Nachhaltigkeit beschrieben haben zu agieren ja und das halte ich für eigentlich die wesentliche Aufgabe die Kultur in dem großen Prozess der Transformation wir haben ja sage ich mal drei große Herausforderungen das ist einmal die Digitalität die Diversität und dann die Nachhaltigkeit im Sinne von Ökologie das ist natürlich für jede Gesellschaft eine ungeheure Herausforderung und ich glaube die kann man nur meistern, wenn sie demokratisch, das heißt teilhabebezogen angegangen wird. Und da ist Kultur einfach ein ganz wichtiger Faktor. Nachhaltig bedeutet auch zukunftsfähig. Bezogen auf Kultur hat ja nach der Pandemie die stillstand bedeutete Nachhaltigkeit für die Kultur eine ganz andere Dimension. Welche könnte das sein aktuell? Ja, also wenn Sie jetzt auf die Pandemie kommen, natürlich haben wir auch gemerkt, dass Kultur fragil ist ein Stück weit. Gott sei Dank ähm, sozusagen ist ja dann auch viel an Förderung äh, von den verschiedenen Ebenen, von der Stadt, vom Land und so weiter, auch in die Kultur gegangen, sodass die Kultur weiterarbeiten konnte. Ich finde, die Pandemie hat auch gezeigt, dass Kultur Relevanz in der Pandemie hatte. Auch wenn die Häuser geschlossen waren, hat es ja nicht dazu geführt, dass keine Kulturangebote stattgefunden haben und ähm, wir erinnern uns alle noch an Aussagen, wie viele Menschen froh sind, dass sie weiter kontaktlos Bücher aus der Bücherei ausleihen mhm. konnten und so weiter. Also da hat sie eine Rolle gespielt. Ähm, für mich ist auch in dem Zusammenhang dann die Konsequenz oder sagen wir mal, das, was ich daraus ziehe, ist, dass Kultur Relevanz hat. Das hatte ich gerade schon beschrieben. Andererseits muss man, glaube ich, auch ähm, achten, dass man die Kultur und die Kulturinstitutionen nicht überfordert. Auch die müssen sich gerade verändern. Wir merken das bei uns, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Stadtbibliothek, in der Musikkilometer nachdenken. Das ist eine echte Herausforderung, ganz praktisch, und auch für das eigene Setting. Das heißt ja auch darüber nachzudenken, was biete ich vielleicht nicht mehr an, weil es die Relevanz im Augenblick gar nicht hat. So, und das heißt, ähm, man muss auch gucken, dass mit Augenmaß an, ähm, an das, was nach der Pandemie ähm, jetzt einfach auf der Agenda steht, wie man das gut bearbeiten kann. Vielen Dank für den ersten Teil unseres Gesprächs, Frau Kordes. Wir geben zurück in die Kulturetage, zurück zu Bernd. Nenn doch einfach mal so ein, zwei Punkte, die wirklich auch relativ leicht umzusetzen sind im Sinne einer Nachhaltigkeit in einem Theater wie der Kulturetage, weil ihr seid ja unfassbar breit aufgestellt. Also, ihr habt Musik, ihr habt Theater, ihr habt Kino, ähm, ihr habt das Kreativlabor und so weiter und so fort. Was kann man relativ zügig umsetzen? Naja, wir setzen bereits eine ganze Reihe äh, Sachen um. Das ist ähm, weg vom, vom, vom Programmdruck. Also, die Papierprogramme äh, sind nicht mehr notwendig, sind nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Es ist natürlich so, dass die ältere Generation, Leute wie ich, wir fassen eben noch gerne Papier an, aber mhm. trotzdem ist das ein Schritt. Es ist äh, der, das Catering für Künstler oder auch die, die Gastronomie, mehr regionale Produkte weg vom, vom ewigen Fleischkonsum. Äh, Weg von Einwegbechern, so bequem das auch in vieler Hinsicht sein kann. Es ist, äh, ob das Büro, ob das Theater, wir gucken, dass wir bei unseren Kostümen und Bühnenbildern eben alte Sachen recyceln, dass wir zum Staatstheater gehen und sagen, können wir alte Kostüme Übrigens aufarbeiten. Übrigens, hier sch ganz schöne alte Couch, auf der du sitzt, ähm, sieht so nach 70er aus. Genau, also es ist ja auch modern, dass eben äh, diese alten Sachen wieder äh, gefragt werden. Aber das, eben, das geht eben darum, das auch wirklich in ein Konzept zu machen und nicht nur mal eine witzige Idee zu haben und sagen, bei diesem Bühnenbild nehmen wir mal so eine Couch aus den 70er Jahren, sondern dass wir immer wieder sagen, wie können, wo können, bekommen wir die Produkte her, um sie nicht neu zu kaufen oder her, herzustellen, herzustellen und was machen wir auch danach mit, mit den Produkten, sei es mit Kostümen, sei es mit Bühnenbildern, da kann man einiges tun. Und über Scheinwerfer sprach ich schon. Und das größte, die größte Herausforderung habe ich auch am Anfang gesagt: dieses ist einfach Fabrikgebäude. Das ist nicht gebaut dafür, dass hier sich Menschen aufhalten und dass hier klimatisierte Räume sind. Mhm. Aber wir sind, und zu Beginn in den 60er Jahren war das auch der Charme, dass man auf, auf Bierbänken hier in kalten Räumen hockte <laughs> und das eben unheimlich geil fand, dass man hier denn eben Kunst und Theater erlebte. Was ist denn so ein großes Hemmnis? Also sind es, sind es die Menschen selber? Ist es, ist es so ein Hebel? Ich meine, du kannst jetzt nicht mit Verboten arbeiten. Wir hatten eben schon überlegt, dann stellen wir den Betrieb ein. Das will keiner. Aber du kannst auch keinem Autofahrer verbieten, eine Karte zu kaufen für heute Abend. Nein, das sicherlich nicht. Also ich, man kann natürlich erstmal hoffen, dass von Jahr zu Jahr leider mit sehr viel Verspätung sich solche Gedanken doch massiver durchsetzen als in den letzten Jahren, wo man zwar so immer schon ganz gerne sagte, ja, ja, aber dann doch äh, in den Verbrennerauto ähm, äh, stieg und, und das Elektroauto weit weg war. Äh, und das wird sich ändern, da bin ich felsenfest überzeugt. Der Druck äh, wird so zunehmen. Nur wollen wir warten, bis im Grunde genommen in allerletzten Minuten, dass es dann vielleicht doch schief geht oder wir das noch schaffen. Das geht nicht, aber müssen wir, so müssen wir also gucken, welche Schritte können wir jetzt schon machen? Und wo können wir auch auf so einer breiten Linie als Kultureinrichtung, wo einfach sehr viele Menschen herkommen, auch so etwas sein wie ein Vorbild? An dem man sich orientieren kann und sagen kann, wenn die das machen, die machen's, die haben kein Geld und machen es trotzdem. Also muss da etwas dran sein. Mhm. Und äh, das ist ein großes Handicap, ist natürlich das fehlende Geld. Aber einige Sachen kann man auch auf einfache Art und Weise machen. Andere ist eine Investition in die Zukunft. Es wird teurer werden und es wird schon immer über alles teurer. Also bietet sich das an, jetzt zu investieren und nicht zu warten, bis. Äh, die Kosten einem äh, so explodieren, dass äh, man nichts mehr machen kann oder äh, Teile zumachen muss. Also es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten und ich glaube, dass Westes gerade so ein Haus wie unseres auch diese Aufgabe hat und und die Verantwortung. Und natürlich gibt es auch in hier leben nicht alles äh, überzeugte und arbeiten überzeugte. Äh, Öko-Leute, die tagtäglich dafür kämpfen, sondern da ist auch die Bequemlichkeit, wenn es regnet, ins Auto zu steigen, statt die Regenhose anzuziehen und im Fahrrad Ach, hierher zu fahren. Wie hier in Oldenburg gibt es ja überhaupt kein schlechtes Nein, Fahrrad. nein, nein, nein. Das ist ja nicht. Entschuldigung, dass wir dieses interessante Gespräch mal kurz unterbrechen müssen, weil uns ist Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Falco Moors, zugeschaltet. Für den Minister ist, ich zitiere, Kultur der Schlüssel der Verständigung und Kulturschaffende erfüllen als Bindeglied an dieser Stelle eine wichtige Funktion. Die Kulturschaffenden brauchen nicht nur Freiheit, sondern auch Sicherheit. Bitte schön, Minister Falco Moors. Der Kampf gegen den Klimawandel ist mit Sicherheit eine der zentralen Herausforderungen für uns alle als ganze Gesellschaft. Und deswegen ist aber auch klar, kein Teil der Gesellschaft kann sich dem eigentlich entziehen, kann sich aus der Verantwortung nehmen. Und deswegen ist natürlich auch der Kulturbereich aus mehrerlei Hinsicht gerade mitgefordert, weil es natürlich auf der einen Seite darum geht, wie kann ich eigentlich meine Veranstaltung, wie kann ich das, was ich als Kultur mache, sei es die... Ausstellung, sei es aber auch vielleicht das große Festival und alles, was im kulturellen Bereich eben auch, ich sag mal, zwischen vielleicht diesen Größenordnungen stattfindet. Wie kann ich mich da eigentlich auf den Weg machen hin zur Klimaneutralität? Aber natürlich auch all die anderen Fragen, die damit einhergehen von Mobilität. Wie kommen Menschen eigentlich zu solchen Veranstaltungen? Auch das bewegt uns und es bewegt auch natürlich euch. Es gibt auf der Bundesebene jetzt eine neue Anlaufstelle Green Culture, die mit Sicherheit vieles auch bündeln wird, was eigentlich bundesweit ja alle auch gerade bewegt, aber wir schauen in Niedersachsen, wie wir in dem Bereich vielleicht nochmal uns auch anders nochmal viel besser, weil präziser auch aufstellen können und ich freue mich natürlich über alle, die diesen Prozess eben auch mit ihrer Kreativität mit begleiten, mitgestalten, mitbewegen. Die Werkstatt Zukunft widmet sich ja wirklich genau auch diesem Raum eigentlich seit vielen Jahren. Und insofern sage ich Dankeschön dafür und viel Erfolg für das Weitere, weil wir brauchen die Impulse wirklich aus der gesamten Breite der Kultur. Danke an Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, an Falco moors und damit zurück in die Kulturetage. Ähm, wie machst du es intern? Ist, das, ist so Nachhaltigkeit in Sachen Klimakrise, ist das im Haus hier ähm, Chefsache oder müssen das im Prinzip ähm, alle irgendwie miteinander anstrengen? Naja, es ist äh, das große Problem. Eine Ansage von oben äh, funktioniert äh, nur dann, wenn man im Grunde genommen es kontrolliert und auch noch Druckmittel hat. Äh, was mache ich, wenn sich Leute nicht halten? Also ist das im Grunde genommen der falsche Weg. Und wir versuchen natürlich, deswegen auch so etwas wie der heutige Workshop, äh, wir versuchen in Workshop, äh, wir versuchen im Vorstand, im Stiftungsrat äh, Diskussionen zu führen und oder in Produktionen, wo es noch am, 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 am meisten Spaß macht, wenn wir ein Theaterstück äh, entwickeln und schreiben, wo es darüber geht, äh, wo, ähm, in welcher Situation wir stecken, ist das viel lehrreicher, als äh, wenn jetzt der Chef sagt, äh, ab morgen kommt ihr alle mit dem Fahrrad. Wie wird das vom Publikum angenommen? Ihr habt ja diese Stoffe schon seit mehr als zehn Jahren hier im Programm. Merkst du, dass da die ähm, Publikumsreihen sich lichten oder schätzt du dein Publikum anders ein, dass es im Prinzip wissbegieriger ist? Das Publikum ist äh, immer wissbegierig und neugierig und braucht spannende Stoffe und braucht unterhaltsame Stoffe. Ne, es gibt ja diesen berühmten Satz von, von äh, in die wichtigste Regel, ist im Film oder im Theater erstens, du sollst nicht langweilen, zweitens, du sollst nicht langweilen und drittens, du sollst nicht langweilen von Billy Wilder. Und das ist wichtig. ich kann nicht ein, Wenn ich ein Ökostück hier mache, oder so, so, würde ich sagen, sowas gibt es gar nicht. Es gibt ein Theaterstück und in dem Theaterstück oder äh, ein Musikstück oder ein Lied, da kann das Thema sein, aber es muss unterhaltsam sein, lustig sein, spannend sein, überraschend sein, menschlich mir nahe gehen. Wenn, das, wenn ich die Leute nicht erreiche mit irgendwelchen Moralvorstellungen, mit irgendwelchen äh, Appellen, mit erhobenen Zeigefinger, erreiche ich nichts. Davon bin ich überzeugt. Da, äh, ich mir selbst möchte, ich erwarte auch nicht, dass irgendjemand kommt und mir sagt, wie ich zu leben habe oder was ich tue. Aber ich muss eben die Leute irgendwo treffen. Ihr seid mit der Kultur auch zusammen in Oldenburg unterwegs, damit sich die Rahmenbedingungen ändern. Was fordert ihr von der Kommunalverwaltung und was fordert ihr auch ähm, vom Bund? In allererster Linie Geld und nochmal Geld und noch einmal Geld. Billy Wilder nochmal eben zu zitieren. Äh, ja. Genau, äh, aber anders. Äh, wir, wir könnten eine ganze Menge mehr machen. Und. Äh, nicht, es geht nicht darum, vor leeren, äh, und wir wollen natürlich auch nicht vor leeren Räumen spielen. Das heißt, natürlich nehmen wir das Publikum mit und sind wir auf die Eintrittseinnahmen und auf Konsum und so etwas angewiesen. Aber trotzdem ist es so, dass äh, diese, diese Räume und diese Maßnahmen nicht von alleine gehen und dass eben auch äh, diese ganzen Nachhaltigkeitskonzepte kosten Arbeitszeit. Und die muss irgendwo bezahlt werden. Wir haben in der, Kult, in der Kulturszene nicht mehr wie vor 30 Jahren lauter Leute, die hier ähm, leben ihr ganzes Leben danach ausrichten, äh, in einem Theater äh, zu sein. Sondern das ist inzwischen sehr professionell geworden. Und das heißt, wenn ich an Konzepten arbeite, wie ich Nachhaltigkeit in den Alltag äh, fest interpretiere, äh, dann muss ich... Diese Zeit auch bezahlen. Also im Prinzip soziale Nachhaltigkeit leben, ne? Genau. Und die Bezahlung in den, in den Einrichtungen ist katastrophal. Nun wird in Oldenburg ja gerade über eine neue Kulturförderung gesprochen, das ist ideal, dass hier einmal jetzt gesagt wird: Hallo, es muss ja vergleichbar sein, ob jemand in der Kulturetage arbeitet, im Staatstheater arbeitet oder bei, in, in der städtischen Musikschule arbeitet. Jetzt meine ich nicht den Intendanten, äh, darum geht es gar nicht, äh, sondern eben einen Beleuchtungstechniker. Dem ist das. Ne? Und wenn ich jetzt eben noch sage, ich brauche Zeit, um äh, nachhaltige Konzepte, die ja auch eben nicht einfach man so macht und dann sind sie da, dann muss das irgendwie auch bezahlt werden. Und deswegen sagen wir, ja, äh, liebe Stadt, wir wollen die Nachhaltigkeitskonzepte, die ihr auch einfordert umsetzen. Wir sind die Letzten, die sich dagegen sträuben, aber bitte unterstützt uns auch entsprechend. Das heißt, du siehst schon eine Riesenchance, keine Transformation ohne Kultur ist selbstverständlich, ne? Ich würde so sagen, ja. Dann lassen wir das so stehen. Bernd, ganz vielen Dank. Schön, dass ihr alle heute teilgenommen habt an dem Workshop. Nachhaltig veranstalten. Und ja, wir haben einen Zeitplan aufgestellt. Ich finde das super, dass der Stiftungsrat das Thema Nachhaltigkeit auf die Eins gestellt hat bei den Dingen, die zu erledigen haben. Wie kommt es in so einem Stiftungsrat dazu, dass man so weit nach vorne geht? Naja, es war schon eine schwierige Diskussion, weil auch die anderen Themen, mehr Diversität und, und, und vieles mehr, sind brennende Themen in unserer Gesellschaft. Oder der politische Rechtsruck oder Populismus, das bewegt uns auch sehr und dazu arbeiten wir auch. Aber Nachhaltigkeit ist einfach der, das Thema der Stunde. Und es wird uns noch mehr Stunden beschäftigen. Auf jeden Fall. Bernd, vielen Dank. Ich spreche weiter gleich mit Mona Regen, unserer Transformationsmanagerin. Und unserer ist natürlich jetzt schon sehr einnehmend formuliert. Ähm, aber wir machen diesen Workshop ähm, ja schon zum zweiten Mal. Und zum zweiten Mal begleitet uns Mona dabei. Vielen Dank. Wie gestaltet sich die Kulturbranche nachhaltig? Was traditionelle Kulturveranstaltungen aus nachhaltiger Sicht problematisch machen, sind vor allem die Anreise und die Abreise des Publikums, die Verpflegung vor Ort sowie die Unterbringung der Künstlerinnen. Auf dem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit ist also auch das Engagement der Kultureinrichtungen gefragt. Darum geht es heute hier in Werkstatt Zukunft. Doch gibt es dafür überhaupt Rahmenbedingungen? Und wenn ja, welche? Ich habe dich ja eben schon angekündigt, Mona. Als Transformationsmanagerin kannst du die Frage bestimmt beantworten, denn du berätst Kultureinrichtungen wie beispielsweise das Museum Ludwig in Köln und das ist ja schon eine kulturelle Hausnummer deutschlandweit. Also, moin mo ja? Das Museum Ludwig, das berate ich nicht. Das okay. ist ganz wichtig. okay Da, ähm, da habe ich nur mal von erzählt, weil okay, ich dann da diejenige kenne. Die das Gut, habe ich das falsch verstanden. Ja, ähm, ja. Die Rahmenbedingungen des Bundes für so eine Transformation stimmen? Die stimmen die nicht? Sind die auf dem Weg? Ähm, sie sind auf dem Weg. Wir sind gerade noch in der in der Situation, ähm, dass, da, dass da eine Aufbruchsstimmung ist, dass da ein Umbruch ist und wir sind aber noch nicht in der Situation, dass wir verpflichtende ökologische Kriterien haben. Natürlich gibt es ähm, Gibt es da vereinzelte Pionierinnen, die sich da auf den Weg machen? Aber gerade im Moment sind wir in der Situation, dass sich Kulturinstitutionen noch entscheiden können, Aktion oder Reaktion. Machen wir uns jetzt selbstständig auf den Weg oder warten wir, bis die gesetzlichen Auflagen und die finanziellen Auflagen so sind, dass wir reagieren müssen und dann am Ende wahrscheinlich hinterherhitzen? Du plädierst natürlich für Aktion im Rahmen des Möglichen. Ich äh, plädiere auf jeden Fall für Aktion im Rahmen des Möglichen. Also, der, ähm, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, hat in ihrem, in ihrem Ministerium die Anlaufstelle Green Culture ins Leben gerufen. Die eben Green Culture. Green Culture, die Anlaufstelle. Und die soll unterstützen, die soll aufklären, die soll Wissen bündeln und ähm, ist auch mit Geld ausgestattet, um das in die Bundesländer zu bringen. Aber ähm, auch das ist gerade erst im Anlaufen. Es ähm, entwickelt sich auch im Rahmen dieser Anlaufstelle gerade ähm, die Frage nach verpflichtenden Klimabilanzen, beziehungsweise überhaupt erstmal nach Standards für Klimabilanzen, bevor sie verpflichtend werden. Was muss eine Kulturinstitution für ihre CO2-Bilanzierung? Erfassen, was muss sie, was, muss da, alles, was muss da alles rein? Da sind einfach gerade ganz, ganz viele im Gespräch gemeinsam an entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch so Leuchtturmprojekte wie von der Kulturstiftung des Bundes, das Fond Zero Projekt, was eben. Wie Zero? Fond Fonds Zero. Fond -Projek Projekt, Zero. Okay. die ähm, verschiedene Institutionen vom Museum bis zum Theater über das Tanzhaus gefördert haben für ein. Nachhaltiges Projekt, wo aber auch im Rahmen des künstlerischen Projektes auch ähm, der CO2-Fußabdruck erfasst werden musste und ein Maßnahmenkonzept entwickelt werden musste oder auch die Stiftung Niedersachsen, ähm, die mit der NOW-Akademie auch ein Förderprogramm, das sich eher ähm, nicht an die ganz großen Kulturtanker richtet, sondern auch an die freie Szene, die ähm, auch gefördert wurden für ein Projekt und im Rahmen dessen in einer Akademie über nachhaltiges Produzieren lernen konnte. Also da gibt es dann wirklich schon diejenigen, die vorangehen. Die damit experimentieren, wie es ist, wenn man ökologische Kriterien in Förderrichtlinien ähm, aufnimmt. Ähm, aber auf Bund- und Landesebene kann, ist es noch ausbaufähig. Mona, es ist alles ein Prozess, es dauert ewig. Wir haben heute einen Tag hier in der Kulturetage miteinander verbracht, um Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitskriterien hier aufzunehmen. Die Kulturetage ist ein spannender Betrieb, wie ich finde, eine spannende Institution, weil ganz breit aufgestellt. Was nimmst du hier mit von dem Tag, von den Angestellten, von den MitarbeiterInnen, wie wir hier alle miteinander den Tag verbracht haben? Also, es war vor allem erstmal ein super schöner und inspirierender Tag, weil wir heute auch das große Glück hatten, dass erstmal diejenigen, die Lust auf das Thema haben, da an einem Tisch saßen. Und wir haben gemeinsam, sind wir durch die Kulturetage gegangen, haben uns angeschaut, was ist denn der Status quo? Und man muss sagen, so auf der kleinen Ebene passiert da auch schon ganz, ganz, ganz viel. Also da merkt man richtig, hier arbeiten Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben, die sich damit beschäftigen, die da auch eben schon ganz, ganz viel versuchen. Sag mal Und, ein Beispiel, damit ich mehr, mir so mehr vorstellen kann, was machen die zum Beispiel? Also wenn wir zum Beispiel jetzt ähm, beim Kreativlabor da in die Küche schauen, da gibt es selbstverständlich Soda-Stream-Flaschen, da gibt es, ähm, wenn gemeinsam gegessen wird, äh, vegan, maximal vegetarisch, das ist einfach, da, da sieht man auch schon, es gibt ähm, ökologische Spültabs und Seife, da, ähm, da passiert im, im kleinen schon ganz ganz viel. Und ähm, wenn du mit den Menschen hier sprichst, ähm, mit, den, mit der Produktionsleitung, die dann äh, zum Beispiel auch schon sagt, ähm, bei der Betreuung von externen Gästen, da versuche ich dafür zu sensibilisieren, dass möglichst ökologische Entscheidungen im Catering getroffen werden. Aber eben auch, ähm, da gibt es dann auch Grenzen meines Möglichen. Oder ähm, wir schauen eben dann aber auch die größeren Punkte, wie, wie schaffen wir es, ähm, auf Ökostrom umzustellen, wenn der Stromversorger uns von außen vorgegeben ist. Ähm, und das sind dann wieder die großen Punkte. Und an denen. Ähm, äh, Habe ich aber das Gefühl, dass die Kulturetage da jetzt richtig in Aufbruchstimmung ist, sich da ranzusetzen und die Batzen vorzuknüpfen. Wir haben heute Morgen mal eine Führung durchs Haus gemacht, waren in ganz vielen Bereichen, ähm, in die man so gar nicht so reinkommt als ähm, normal sterblicher Gast hier in der Kulturetage und haben eben auch festgestellt, dass zum Beispiel die Beleuchtung noch relativ alt ist. Also die braucht richtig viel Strom. Aber es ist natürlich auch ein hoher Kostenfaktor, ähm, um jetzt mal so eben auf LED umzustellen. Ähm, wie schwierig ist das für eine Kulturinstitution, die von öffentlichen Geldern abhängig ist und auf einmal wirklich richtig viel Geld im sechsstelligen Bereich ähm, dafür benötigt, für eine Umstellung auf LED? Das ist eine Herausforderung. Und da würde ich jetzt sagen, es gibt so zwei ähm, Richtungen, die man da in Angriff nimmt. Wir haben genau über die LEDs dann auch noch en Detail gesprochen und haben halt wirklich gesagt, das ist eine Maßnahme, das wollen. Das will die Kulturetage angehen. Und zum einen gehört da selbstverständlich hinzu, dass man sich schaut, was für Fördermöglichkeiten gibt es? Nicht nur aus dem Kulturbereich, sondern was gibt es denn für Wirtschaftsfördermöglichkeiten? Und da Anträge zu schreiben, damit eben ein großer Teil überhaupt erstmal finanziert wird. Man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Nein, man muss auf man sollte auch auf gar keinen Fall alles auf einmal machen, denn es ist ja auch das Ding, eben die gesamte, noch funktionierende Beleuchtung in eins wegzuschmeißen, das dann ja auch wieder nicht nachhaltig. Ähm, man muss da immer gucken und abwägen und Schritt für Schritt gehen und eben dann haben auch super kreative Ideen, zum Beispiel eine Crowdfunding-Kampagne, ähm, wie andere Theater haben den Sitz hat XY gesponsert, den Scheinwerfer. Mal schauen, was sich davon am Ende tatsächlich umsetzen lässt. Ja. Aber eine Sache gehört auch noch dazu, und das ist halt das Ding: das ist politische Lobbyarbeit. Und das, deswegen ist es auch so wichtig, dass von Bund und Land da Richtlinien und Gelder kommen und von der Stadt. Denn ähm, auch die Kulturetage. Die kann Förderanträge schreiben, die kann einen Teil dieses Geldes reinholen, aber sie wird das nicht alles komplett stemmen können. Sie braucht da Unterstützung. Und da ist die Politik in der Verantwortung, die Kultur nicht allein zu lassen, wenn die Politik will, dass es auch weiterhin eine lebendige Kulturszene gibt. Und wir brauchen eine lebendige Kulturszene, wenn wir die Transformation schaffen wollen. Vielleicht guckt ja auch gerade ein Sponsor zu, der möglicherweise eben eine PV-Anlage aufs Dach knallen möchte oder die LED-Beleuchtung austauschen möchte. Ähm, die Kulturetage in Oldenburg freut sich über eine Kontaktaufnahme diesbezüglich. Ähm, was sind noch so große Punkte, die die Kulturetage ähm, anstellen können? Ähm, natürlich äh, ist alles, was mit Gebäude geht, immer ein Riesending. Die PV-Anlage, du hast sie gerade eben schon genannt. Ähm, ganz banal gesagt, eine PV-Anlage würde auch bedeuten, man ist abhängig, unabhängig von der weil öffentlichen Stromversorgung. Einspeist. Und wenn wir Deutschland 2050 Klimafolgenanpassung schauen, dann wird gerade in Niedersachsen ähm, wahnsinnig viel Dürre herrschen und auch große Hitzewellen. Ähm, wenn Niedersachsen nicht ganz so schlimm wie in, ähm, im Rhein-Main-Gebiet und in Süddeutschland, aber auch Niedersachsen wird davon betroffen sein. Und in so einer Hitzewelle wird häufig dann auch ähm, der Strom ausfallen, weil die Klimaanlagen alle noch mehr laufen und überlasten. Und wenn man dann eine PV-Anlage hat, dann hat man selber die Möglichkeit, eben unabhängig davon zu sein. Das leuchtet, glaube ich, allen ein, dass das ähm, definitiv die Energiegewinnung der Zukunft ist. Da kann man aber zum Beispiel auch sagen, man kann auch das Dach verpachten, ähm, sodass es für einen selber gar nicht so der große finanzielle Aufwand ist, weil einem die PV-Anlage dann gar nicht gehört. Ähm, das ist natürlich ein, ein großes Ding. Das ähm, Gebäude ist nicht das allerjüngste. Man müsste eigentlich auch noch mal über die Dämmung ähm, Nachdenken im Moment ist Gasheizung, die auf Fernwärme umgestellt werden kann, ist dann auch die Frage, ist es dann auch grüne Fernwärme. Das sind aber alles Sachen, da kann die Kulturetage sich nur immer wieder ins Gespräch begeben, weil sie von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Mhm. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch ganz viele Punkte, wo jetzt losgegangen wird. Und es wird ein Nachhaltigkeitskonzept geben. Ich ja. habe mit Bernd eben auch schon mal über, dies, ähm, über den großen Punkt An- und Abreise des Publikums ähm, gesprochen, Verbindung mit ÖPNV und so weiter und so fort, hat das Staatstheater auch. Ähm, hast du da noch einen Tipp oder wie gibt es vielleicht auch gute Vorbilder, ähm, wo das in anderen Städten anders besser läuft? Wie kriegt man sein Publikum dahingehend umerzogen? Finde ich kein schönes Wort, aber irgendwie motiviert, sensibilisiert, sensibilisiert ressourcenschonender an und abzureisen. Na. Eigentlich macht die Kulturetage da schon alles richtig. Es gibt ja nur zwei ähm, Parkplätze ähm, für mobilitätseingeschränkte Menschen und ansonsten gibt es halt die öffentlichen Parkplätze rundherum. Also der, die Kulturetage kann gar keine Parkplätze abschaffen, um da eine größere Sensibilität für zu schaffen. Man könnte die Fahrradparkplatzsituation ähm, etwas verbessern, aber es ist so zentral, es gibt wirklich keinen Grund mit dem Auto zur Kulturetage zu fahren. Das muss man Es sei denn, ich komme aus dem so Umland, logisch. Da, aber auch da wiederum. Da muss dann äh, ist dann die Stadt Oldenburg in der Pflicht, den, das ÖPNV-Netz so ein, auszubauen, dass es halt eben gut funktioniert. Was man natürlich machen kann, ist für die Leute im Umland zu sagen, man kann mit ähm, Sammeltaxen arbeiten und dafür sensibilisieren, dass eben, wenn der Veranstaltungsschluss ähm, so spät ist, dass kein Bus mehr fährt, gibt es die Möglichkeit, in Anrufsammeltaxis, die ähm, hier an der Kulturetage explizit halten, wo man vor der Vorstellung sagt, dann ist die Vorstellung zu Ende, wer muss alles? Ähm, nach Hude, okay, Hude würde man wahrscheinlich noch mit dem Zug erreichen, aber. Geht auch mit dem Fahrrad. Auch mit dem Fahrrad, aber dann geht's dahin. Das ist äh, etwas, was man machen kann. Und ansonsten, die Kulturetage veröffentlicht ja schon in der Kommunikation auf ihrer Website, dass man am besten ohne Auto anreisen kann. Und da sind einfach Sachen, man muss einfach nur weiterhin mit dem Vorbild vorangehen und hoffen, dass die Leute es endlich verstehen. Die Nachhaltigkeitsmanagerin Mona Rieken begleitet Kultureinrichtungen dabei, sich nachhaltiger aufzustellen. Bei uns in Werkstatt Zukunft ist die Leiterin des Oldenburger Amtes für Kultur, Museen und Sport, Christiane Kordes. Frau Kordes, eben haben wir unser Gespräch sehr allgemein gehalten über den anstehenden Transformationsprozess der Kultur. Werden wir jetzt ein bisschen konkreter? Kultur hat in Oldenburg schon eine große Relevanz. Wie viel mehr unterstützt die Stadt Kultureinrichtungen jetzt, um sie zukunftsfähiger aufzustellen? Ist ja eine knifflige Aufgabe bei einem Haushalt, der auch nicht mehr so wonneproppen irgendwie aussieht, ne? Ja, das kommt sicher noch hinzu. Also grundsätzlich glaube ich, dass eigentlich alle Kultureinrichtungen sich schon auf den Weg gemacht haben. Das ist jetzt gar nichts, wo man bei Null anfangen muss. Und Kultureinrichtung zeichnet ja auch aus, dass sie agil im Kopf sind, so drücke ich es mal aus, so dass da einfach auch schon ganz viel ähm, Mindset da ist und auch Know-how da ist, wie man jetzt die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit angehen kann. Ähm, im Juni dieses Jahres haben äh, Kultureinrichtungen im Kulturausschuss ihr ähm, ihren Nachhaltigkeitsleitbild vorgestellt in den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und ähm, aus meiner Sicht ist das etwas, wo wir als Kulturverwaltung jetzt auch einfach aufsetzen können, um mit den Kultureinrichtungen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam, finde ich, zu... Erörtern und zu erarbeiten, was zielführend ist an Unterstützung. Ähm, Sie haben es gesagt, ja, der Haushalt äh, der Stadt Oldenburg hat, glaube ich, jetzt erstmal die wirklich guten Jahre hinter sich. Ähm, ja, und wir müssen dann gemeinsam gucken, wie wir trotzdem möglichst viel erreichen und leisten können, um eben im Sinne von Nachhaltigkeit auch weiter voranzukommen. Was muss denn eine Kulturförderung unter diesen Rahmenbedingungen aber immer noch leisten? So, Daseinsvorsorge haben Sie schon gesagt. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass, dass ich denke, dass die, die Aufgabe oder die Qualität von Kultur ist, gerade solche enormen. Transformationsprozesse zu begleiten und mitzugestalten. Ich hatte es schon gesagt, ich glaube, es wird nur funktionieren, wenn es ähm, demokratisch erarbeitet wird und Teilhabe so weit wie möglich auch einfach. Ähm ja dargestellt werden kann und da haben Kultureinrichtungen glaube ich einfach ungeheures Potenzial und das ist dann sozusagen die Aufgabe die auf uns zurückfällt um das so gut wie möglich zu unterstützen. Wenn die CO2 Emissionen leider immer mehr steigen und die, also wir wissen ja alle wie schlecht es um diesen Planeten bestellt ist, müssen wir eigentlich relativ zügig reagieren, kriegen wir aber irgendwie nicht hin. So eine Stadtverwaltung ist ja auch in so einer großen Stadt so ein relativ unbeweglicher Tanker, wie schnell können sie trotzdem auf Entwicklungen irgendwie einwirken? Naja, ich, ich würde mal sagen, so grundsätzlich, so schnell wie nötig und so schnell wie möglich. Also es ist immer auch ein, ähm, ein sozusagen ein Spagat zwischen schnell sein, aber auch etwas so zu bearbeiten und durchzuführen, dass es auch eine Qualität hat. Ähm, ansonsten habe ich auch gelernt in meinen vielen, vielen Jahren, äh, Krisen setzen auch Potenziale frei. Und ähm, da bin ich doch relativ zuversichtlich, dass die Stadtverwaltung auch agieren wird. Eine Frage habe ich noch. 2015 sind die Nachhaltigkeitsziele verabschiedet worden. Jetzt ist Halbzeit. Die sind ja in 2030 nicht umgesetzt. Ich glaube, das, da brauche ich keine Glaskugel, das wird nicht zu schaffen sein. Wie optimistisch sind Sie denn, dass wir uns zumindest in die richtige Richtung bewegen, was die Kultureinrichtungen angeht? Also, da bin ich sehr optimistisch. Zum einen hatte ich ja gerade schon gesagt, dass Kultur, gerade Kultureinrichtungen, sich seit vielen Jahren mit Fragen von Nachhaltigkeit, wenn sie an Barrierefreiheit zum Beispiel denken, seit vielen Jahren einfach mit diesen Ideen und mit diesen Gedanken und mit dem Mindset unterwegs sind. Insofern müssen da gar keine, weiß ich nicht, Mauern eingerissen werden, sage ich jetzt mal. Das Thema ist bei allen präsent und ich glaube, auch alle sind wirklich sehen die Notwendigkeiten sind absolut willens da auch tätig zu werden insofern glaube ich dass das Glas auch wirklich halb voll ist also ich würde da mal ganz optimistisch sein und wenn Sie in die Medien gucken die meisten Bürgerinnen und Bürger sind auch davon überzeugt dass Wandel passieren muss der eigentliche Wandel ist dann eben schwer aber ähm, was die Kultureinrichtung angeht und auch die Sporteinrichtung, weil ich ja dafür auch zuständig bin, da bin ich wirklich optimistisch. Dann vielen Dank, Frau Cordes, für diesen Optimismus, den Sie uns mit auf den Weg geben. Damit geben wir zurück in die Kulturetage und sind gerade aktuell gut unterrichtet, wie sich Oldenburger Kultureinrichtungen im Sinne von Frau Cordes auf einen Weg gemacht haben. Ganz vielen Dank und damit wieder zurück in die Kulturetage. Du hast heute im Workshop einen wunderbaren Satz genannt. Ähm, du benötigst eine hohe Ambiguitätstoleranz. Ähm, was meinst du damit? Na, weil wir dazu neigen, gerade bei so extrem gesellschaftlichen Debatten, dass sich die Fronten verhärten, dass alles dann schwarz-weiß ist und dass man dann selber den Eindruck hat, so das ist jetzt die richtige Maßnahme, das ist jetzt das, was ich machen muss und dann ähm, manchmal nicht mehr ganz in der Lage ist, nach links und rechts zu schauen oder auch noch mal neu zu denken und umzudenken. Und ähm, es gibt ganz viele Sachen, die scheinen auf den ersten Blick auch Maßnahmen erstmal logisch und richtig. Aber wenn man dann, äh, man muss dann auch mal einen zweiten Blick hinwerfen, man muss überprüfen, ist das auch wirklich so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Aluminium ist kein nachhaltiger Rohstoff, den sollten wir vermeiden, dann stimmt das. Aber wenn wir stattdessen alles auf Holz, aus Holz bauen und es soll aber 30 Jahre halten und das Holz hält nur fünf bis zehn Jahre und dann ist es kaputt, dann muss man überlegen, hm, dann ist vielleicht Aluminium doch wieder die bessere Variante. Also ähm, wir sollten uns nicht davon leiten lassen, dass das Offensichtlichste auch immer unbedingt das Einfachste ist, sondern da auch immer noch mal gucken. Ähm, und ein bisschen ja umdenken und wir sollten auch nicht alle verteufeln die jetzt sagen sie kommen mit dem Auto hierher ist ja überhaupt erstmal schön dass Kultur wieder losgeht dass Kultur wieder anläuft und ähm, die Leute die eben eine weitere Anreise aus dem Umland haben die haben eben nicht unbedingt die Infrastrukturmöglichkeiten um entspannt mit dem Bus oder mit dem Fahrrad nach Hause zu kommen und bevor man die jetzt ver verschreckt dass sie gar keine Kultur mehr konsumieren ähm, sollte man vielleicht erstmal den Fokus auf die richten, die es wirklich, die wirklich anders anreisen könnten und da ein bisschen ja auch sensibel sein und ähm, geduldig sein? Die Kulturetage entwickelt mit dem Stiftungsrat gemeinsam ein sogenanntes Nachhaltigkeitsleitbild, wird das dann ähm, natürlich intern, aber auch extern vorstellen. Wie geht's dann hier weiter? Hast du mit den Kulturschaffenden heute in der Kulturetage hier in Oldenburg irgendwie einen Fahrplan aufgestellt? Also das erste Mal haben wir, äh, habe ich hier ein wunderbar motiviertes Team kennengelernt und wir haben wahnsinnig viele Maßnahmen gebrainstormt. Die alle umzusetzen übersteigt auf jeden Fall die zeitlichen personellen Kapazitäten, die die Kulturetage zur Verfügung hat und nicht nur die Kulturetage, auch ähm, eine größere personell stärker aufgestellte ähm, Institution wäre von dem, was da alles an Ideen kam, erstmal überfordert. Deswegen haben wir dann ähm, priorisiert und uns vier... Punkte rausgesucht, in denen soll einfach mal verstärkt gearbeitet werden. Da, ähm, da soll weitergearbeitet werden und die sollen jetzt erstmal umgesetzt werden. Und dann hat das Positionspapier ja auch so ähm, genau das gefordert, dass eben Stellenkapazitäten geschaffen werden, dass ein paar Stunden freigemacht werden für eine Person, die die sich eben hauptsächlich verantwortlich, die Verantwortung geht und das vorantreibt. Und das ist das Allerwichtigste, weil sonst geraten wir in die Situation, dass soziale Kapazitäten, soziale Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gegeneinander ausgespielt werden. Und da ist dann jetzt die Stadt am Zug, den Raum freizumachen. Eine Frage noch zum Schluss. Ähm, welche Rolle traust du der Kultur zu bei der Transformation in unserer Gesellschaft im Sinne einer größeren Nachhaltigkeit, eines ressourcenschonenderen Umgangs? Die Kultur spielt eine absolut tragende Rolle. Äh, Kultur spielt vielleicht sogar die wichtigste Rolle, weil. Ähm Kultur eben ja nicht nur Kultur im Sinne von Kino, Film, Theater, Museum ist, sondern Kultur beschreibt ja auch unser Werteverständnis, unser, wie definieren wir uns als Gesellschaft und ähm, wie verstehen wir uns als Gemeinschaft. Das ist ja auch ein Aspekt von Kultur. Und ähm, das betrifft uns alle und ohne dessen, dass wir die gesellschaftliche Transformation eben... Kulturell begleiten, kann sie nicht stattfinden. Und damit meine ich auf der einen Seite einen Wertewandel hin von einem Wirtschaftsdenken, das immer weiter höher, schneller und immer mehr Ressourcen verbraucht, ähm, von einem auch eine Ausbeutung menschlicher Ressourcen und zwar ähm, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch bei uns. Und natürlich nicht mehr die Ausbeutung der Natur, das spielt da alles rein und da sind Kultureinrichtungen. Essentiell, weil hier begegnen sich Menschen, hier treffen sich auch Menschen live und ähm, hier begibt man sich in ein Kollektiv, hier macht man gemeinsam künstlerische, sinnliche Erfahrungen. Und man kriegt ähm, Geschichten erzählt oder erlebt zusammen Musik oder sieht zusammen Bilder an und wird davon emotional berührt und fängt an, anders über Dinge zu denken. Wenn wir alle immer nur bei uns im stillen Kämmerlein hocken und keine Kultur mehr rezipieren, vor allem Kultur nicht gemeinsam als Gesellschaft rezipieren, dann verengt sich unser Blick und dann verhärten wir und dann äh, haben eben Kulturinstitutionen eben genau diese Chance, diese Rolle der... Des, Kulturverständnisses für die Transformation auch mitzugestalten. Und zwar nicht nur durch das, was künstlerisch passiert, sondern auch einfach nur durchs Dasein, durchs Existieren, durchs Offensein, durchs Erlebnisräume schaffen. Sagt Mona Rieken in Werkstatt Zukunft, Transformationsmanagerin. Mona, schön, dass du hier gewesen bist, hast uns den Tag über in der Kulturetage begleitet. Und ja, bis auf bald. Wir arbeiten zusammen an einer Transformation, nicht nur in Oldenburg, sondern auch umzu. Mona, vielen Dank. Vielen Dank, ich war sehr schön bei euch zu sein. Es gibt keine Bewegung in der Gesellschaft ohne Kultur, ist meine steile These. Wie blicken Institutionen, Künstlerinnen und Aktivistinnen auf ökologische Nachhaltigkeit in der Kultur? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es? Wie lassen sie sich praktisch und ganzheitlich umsetzen? In der Kulturetage begrüßen wir Franziska Mohaupt vom Bundesverband der Soziokultur aus Berlin. Herzlich willkommen, Franziska. Wir haben extra für dich einen roten Teppich ausgerollt. Nee, der ist natürlich geschwindelt, der liegt hier immer. Du bist nicht drauf reingefallen. Ähm, du bist dort Referentin beim Bundesverband Soziokultur für nachhaltige Entwicklung. Ich fasse Soziokultur mal für diejenigen, die sich damit nicht so auskennen, so zusammen, ganz kurz, dass die Soziokultur in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ja vorhatte, ein neues Gesellschaftsmodell mit einem anderen Verständnis von Demokratie zu verwirklichen. Das hat, glaube ich, nicht so ganz geklappt. Inwiefern haben denn soziokulturelle Orte, und dazu gehört auch die Kulturetage hier in Oldenburgs Mitte dazu, inwiefern haben soziokulturelle Orte dennoch eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben? Na, man muss ja auf jeden Fall sagen, dass gerade die, die die Soziokultur damals sozusagen diese Orte geschaffen haben und gestaltet haben, die hatten ja schon eine sehr konkrete Vorstellung von Nachhaltigkeit. Also für die war jetzt Kreislaufwirtschaft und dieser Transformationsgedanke, die Ökologie und das Soziale, das war immer ein Gesamtthema. Und daher kann man schon sagen, dass Nachhaltigkeit zur DNA der Soziokultur gehört. Allerdings gibt es jetzt einen Generationenwechsel und ich würde jetzt nicht sagen, es hat nicht so richtig geklappt. Es wird jetzt einfach anders laufen, weil die neue Generation hat andere Vorstellungen und wird dieses Thema anders weitertreiben. Als die, äh, und kann dann auch in die Fußstapfen treten und trotzdem ist es ein spannendes spannendes Thema gerade, weil die müssen sich ja auch miteinander arrangieren und diesen Staffelstab nachhaltig übergeben. Machst du das noch ein bisschen konkreter für uns bitte? Du hast eben gesagt, die junge, die nachfolgende Generation mhm. hat andere Vorstellungen. Kannst du da so ein paar Beispiele geben bitte? Ähm, ein Beispiel ist ganz klar, dass die auch darauf gucken, dass sie selber sich nicht so aufrauchen, wie ich das von vielen Älteren gehört habe, dass sie sozusagen ihr ganzes Leben für dieses eine kulturelle Zentrum gegeben haben. Das, das geht heute nicht mehr, weil die Leute finanziell anders dastehen und auch ein bisschen gucken müssen, wo sie bleiben und dann sagen, 30 Stunden reichen mir und mit 30 Stunden in der Woche muss das auch gehen. Das klingt erstmal egoistisch, ist aber aus meiner Sicht sehr nachhaltig gedacht. Also aufs ähm, Rauchen, wie du es gerade genannt hast, bedeutet auch so, <laughs> oder habe ich es falsch verstanden, aus Rauchen. Rauchen, ja, so, so sich selbst verausgaben und über, übernehmen auch manchmal. Also auch im Sinne von Ausbeuten. Ja, das ja. würde ich auch so sehen. Und ich glaub, ja. In unserer globalisierten Welt, die Menschen... Ähm eine unüberblickbare Vielfalt zu bieten scheint, ist es auch die Aufgabe der Kultur, tatsächlich bestehende Unsicherheit zu überbrücken. Stichworte sind Klimakrise und verbindlich wirkende Nachhaltigkeit. Inwiefern kann Soziokultur in diesem Sinne eine Brücke darstellen? Das ist eine sehr große Frage. Ich beantworte sie mal so, dass ich denke, die Soziokultur ist auch in der Krise da. Also sie erreicht die, die Bevölkerungsschichten, die oft nicht erreicht werden und teilweise gerade ja in dieser Corona-Krise alleine gelassen wurden. Und die sind da und vermitteln Themen und bieten einen Aktionsraum, dass man, wo man das Gefühl der Ohnmacht so ein bisschen überbrücken kann. Dass man sagen kann, oh, ich kann, ich kann was tun, hier ist mein Handlungsradius. Sie geben Ideen, Visionen, Methoden und das ist ja das, was Soziokultur ausmacht. Das ist eine große Frage. Steht. Ja. Aber wir haben eben auch nur noch, finde ich, die großen Fragen übrig, weil diese Klimakrise ist halt drohend. Mhm. Und ich glaube, man kann ja auch mit kleinen Dingen anfangen oder eben auch kleine Dinge, kleine Schritte bewältigen. Ja, also ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf von einem soziokulturellen Zentrum. Die haben eine große Außenfläche und die haben sich zum Beispiel überlegt, für so Festivals arbeiten die nur noch mit Komposttoiletten, Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Das ist was super Kleines. Aber die Leute. Die benutzen die, kriegen einen Eindruck, beschäftigen sich mit Kreislaufwirtschaft im ursprünglichsten Sinne. Und das ist das, was ich unter Soziokultur sehr verstehe. Und das, das ist das, was ich mit Vermittlung auch meine. Wir haben bei einem Seminar neulich den Begriff eines ähm, einer Fahrradgarage ähm, mitgeteilt bekommen. Das fand ich auch sehr schön. An in Oldenburg gibt es sowas nicht, außer einem Fahrradparkhaus. Ähm, aber überdachte Abstellplätze für Fahrräder, ähm, mit denen du zu einem Festival fährst, finde ich, ähm, ist ein gutes Angebot. Die Kulturstaatsministerin hat Ende des Jahres eine satte Milliarde Euro für Kultureinrichtungen von der Bundesregierung erhalten. Diese sogenannte Energiemilliarde, das ist sicherlich hilfreich. Der größte Treiber jedoch im Kulturbereich sind eben nach wie vor an- und abreise und also vom Publikum und dann natürlich auch die CO2-Emissionen ähm, der Gebäude. Warum unterstützt der Staat da noch nicht? Ähm, also zunächst erstmal zu dieser Energiemilliarde. Ich finde das sehr spannend, weil das zeigt ja, wie vulnerabel Einrichtungen sind und Häuser, die schlecht saniert sind und letztendlich. Aus meiner Sicht verpufft dieses Geld. Das, da wird ist ja danach nichts besser als vorher, außer dass äh, Unkosten um, umverteilt wurden. Ähm, diese Vulnerabilität müssen wir senken. Wir müssen äh, Gebäude sanieren, damit der Energiebedarf weniger ist, damit man überhaupt in die Lage kommt. Äh, sich nachhaltig aufzustellen. Insofern brauchen wir Investitionen in Gebäude und da kann man als Kulturministerin sich, finde ich, nicht ganz so sehr entspannen und sagen: Naja, das ist Aufgabe der Kommunen. Also die Kommunen sind jetzt schon finanziell total, wie sagt man da? Also die haben keinen, die haben keine, kein Spielraum. Also wir brauchen da einen Fonds für Investitionen, die auch für die Soziokultur Nutzbar sind. Es gibt ja Mittel, aber die kann Soziokultur nicht nutzen, weil es da immer so einen Eigenanteil gibt, den, den wir nicht darstellen können. Ja, weil das ist ja hier auch bei der Kulturetage so: das Gebäude gehört der Kulturetage, aber das mal ebenso energetisch zu sanieren, geht natürlich mit den, ähm, mit den Unterstützungen seitens ähm, der Stadt überhaupt nicht. Nee, aber auch, also man kommt an die Fördermittel nicht ran, weil die Bedingungen nicht passen auf die, den Alltag der Soziokultur. Dann das andere Thema Mobilität. Ähm, da sprechen sie ja, das sprichst du ja an, dass es äh, darum geht, eigentlich den ÖPNV weiter auszubauen und mhm. den äh, Zugang zu, zu äh, dass man schnell hin und weg kommt, dass es bequem ist, dass es günstig ist, dass man das Auto als Alternative gar nicht mehr haben will. Also in die Richtung muss es gehen. Und das ist eine Aufgabe des Bundes. Und wir haben glaube ich den falschen Minister im Ministerium dort sitzen. <laughs> Könnte es sein, dass du da recht hast, Franziska. Ich, wenn man noch nicht mehr schafft, ein Tempolimit einzuführen. Mehr muss man nicht sagen. Das ist, ja. Noch eine große Frage zum Schluss. Okay. Das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit hat elf Thesen für einen sogenannten Green Deal mit der Kultur erarbeitet. Wie bedeutend schätzt du die Rolle der Kultur bei der Bewältigung dieser enormen gesellschaftlichen Transformationsaufgabe ein? Also für mich fehlt diese kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Also ich weiß nicht, inwieweit sie in diesen elf Thesen vertreten sind, aber auch bei den Sustainable Development Goals ist Kultur kein explizites Thema. Es schwingt überall mit. Und ich glaube, wir würden gewinnen, wenn wir diese Dimension nochmal mehr beschreiben und konkretisieren, weil für mich ist es so eine... Basis der Interaktion. Also ohne Kultur keine Interaktion, keine Nachhaltigkeit. Mhm. Vielleicht kann man es auf die Formel bringen. Ist für uns in der Oldenburger Zivilgesellschaft selbstverständlich, mhm. dass Kultur immer eine Brücke ist. Warum hat, warum haben die Vereinten Nationen da zum Beispiel, weil das vermisse ich auch, seitdem das 2015 eben die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen veröffentlicht, verabschiedet, unterschrieben worden sind. Warum gab es da keine Lobby für Kultur? Habe ich mich gefragt. Äh, das frage ich mich auch. Ich ich habe da keine Antwort zu. Ich habe nur ein ähnliches Beispiel gerade gesehen, weil der Rat für nachhaltige Entwicklung wurde neu konstituiert. Da gibt es auch keine Vertreter in der Kultur schon wieder und da gibt es richtig Beschwerden. Die äh, Umweltschutzverbände sind berechtigterweise drin, aber Kultur nicht. Das kann, Dieses Warum würde ich auch dort ganz groß schreiben. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Also dann arbeiten wir daran. Wir arbeiten daran. Ganz vielen Dank, Franziska Mohaupt vom Bundesverband Soziokultur. Wir rollen den roten Teppich wieder ein. Nein, den ja, nehme ich natürlich. mit. Du nimmst mit. nehme ihn mit. Genau. Vielen Dank. Und ja, Horrido, bis bald. Wir arbeiten dran. Wir brauchen mehr Lobby für Kultur, für eine Brücke zwischen Zivilgesellschaft und einer Transformation. Vielen Dank. Ich danke auch. Kunst und Kultur können ein Hebel für die große Transformation werden, meint die Verknüpfung ökologischer und sozialer Gerechtigkeit miteinander. In einer Zeit sich verschärfender globaler Herausforderungen mit fortschreitender Klimakrise und der Übernutzung begrenzter Ressourcen gilt es mehr denn je, Nachhaltigkeit als kulturelles Konzept zu verstehen, das die Menschen mitnimmt und ihre Kompetenzen und Kreativität für die Gestaltung einer friedvollen Zukunftsgestaltung nutzt. Und damit wieder in die Kulturetage. Nachhaltigkeit ist vor allem eine kulturelle Herausforderung, in der es gilt, alte Muster und Gewohnheiten zu hinterfragen und sich auf Ungewohntes einzulassen. Dafür ist Susanne Mertineit hier. Sie hat das Kreativlabor erfunden und sie war im Prinzip die Erste in Oldenburg, die ein völlig neues Format eingeführt hat. Jetzt runzelst du so ein bisschen die Stirn. Ich bin gespannt, was ich, kommt. Ich bin, du bist gespannt, was kommt, ja. Ich möchte dir sagen: Coworking. Das heißt, ähm, war nicht das Erste, wart ihr nicht die Erste? Nein, ihr mit die Ersten zumindest in Oldenburg, die das Angebot eines austauschbaren Arbeitsplatzes angeboten haben. Komm. <laughs> Nein. Wir waren nicht die Ersten in Oldenburg. Es gab schon unten im Süden in Oldenburg das DZO, da gab es schon Coworking. Und im Kreativlabor haben wir, stellen wir Räume zur Verfügung für Menschen, die etwas bewegen wollen. Unkommerzielle Räume, also nicht für Unternehmen, sondern für Projekte, Initiativen und so weiter. Und weil vormittags ein Raum bei uns leer stand. Und wir nicht davon ausgehen, dass wir die Funktion der Räume bestimmen und dann die Menschen dafür suchen, sondern die Menschen, die einen Bedarf haben, kommen zu uns und danach wird die Funktion unserer Räume bestimmt. Da kamen Menschen, die sagten: Mensch, wir wollen Projekte machen, wir brauchen Arbeitsplatz. Hm, ich kann zu Hause nicht arbeiten, ich habe kein WLAN oder kein festes w Le WLAN, was sicher läuft. Oder ich habe überhaupt keinen Raum dafür. Ich habe. Dynamische Kinder und keine, genau. So, da ist die Idee gemeinsam entstanden, zu sagen: Okay, wir brauchen vormittags, wenn unsere Räume bürgerschaftlich wenig genutzt sind, äh, stellen wir einen Raum zur Verfügung für solcherlei Projekte. Und es gab schon immer dieses moderne Wort Coworking, das haben wir dann auch genutzt. Und zwar für Projekte, Initiativen, aber auch, und das war in der Corona-Zeit, wenn es Studierende nicht mehr in die Uni gehen konnten. Äh, Mütter, das Problem hatten zu Hause, keinen eigenen Arbeitsraum zu haben, um etwas fertigzustellen und so weiter. Also wir haben nicht einen Coworking-Space äh, eröffnet, sondern wir, haben, wir reagieren auf Bedarfe und versuchen, möglich zu machen, dass Bedarfe, die ein Engagement unterstützen, ja, äh, unterstützt werden von uns. Also ich sag mal, ihr habt was Neues innerhalb der Kulturetage im Prinzip entstehen lassen. Das war nicht so leicht, denn die Gelder fallen nicht vom Himmel. Du hast glaube ich bei der Europäischen Union einen Antrag gestellt für Förderung, ne? Ja, die Grundidee war, also ich sag mal, die Kulturetage steht für wunderbare kulturelle Veranstaltungen und ich sag jetzt mal, äh, da kann man hingehen, man kann sich einen schönen Abend machen ob es im Kino ist, im Theater oder in der Halle bei einem Konzert, das ist für mich sehr viel Kulturkonsum. Das ist nichts Schöne, Schlimmes, das ist was Schönes, aber ich wollte etwas in diesem soziokulturellen Zentrum entwickeln, wo es Räume zur Verfügung gestellt werden für Aktivitäten von Menschen, die in dieser Stadt was bewegen wollen, für, von, für Pioniere. Der Ernährungsrat zum Beispiel ist hier im Kreativlabor entstanden. Wunderbar! Da kamen vier Leute und sagten, wir wollen da sowas machen mit Ernährung. Sag ich, ja, das ist nichts Schlimmes. So, die haben ein Jahr lang zusammen gesessen und haben sich Gedanken gemacht, haben Konzepte entwickelt. Alle paar Monate mussten sie mal ein bisschen was bezahlen, weil auch wir müssen leben und eine Finanzierung haben im Kreativlabor. Und nach einem Jahr hatten sie ein Konzept entwickelt, haben einen Verein gegründet und hatten Fördergelder akquiriert, in dem sozusagen auch feste Räume im, im Kreativlabor mitbedacht waren. Das heißt, es war eine Win-Win-Situation. In dem Moment, wo eine Initiative noch kein Geld hatte, haben wir unterstützt. Und als sie dann das Geld hatte, haben sie für eine gute Arbeit, die sie leisten, diese Räume im Kreativlabor bezahlen können. Als der Ernährungsrat dann immer größer und vielfältiger wurde, sind sie ausgezogen. Und das ist für mich eine so wichtige Arbeit hier in Oldenburg, dass man Räume zur Verfügung stellt, die niederschwellig sind, günstig sind und ich sag mal, ja, so Impulse, die, dass diese Welt ein bisschen besser wird, dass diese Kultur, Kultur unterstützt wird. Ihr macht noch andere tolle Sachen, die einfach immer so ein bisschen so unter der Aufmerksamkeitsschwelle so durchlaufen, die für dich schon selbstverständlich sind. Ich frage dich trotzdem mal danach. Du bietest kein Catering an, aber ihr habt eine voll ausgestattete Küche. Und. Mhm. Ähm, Erzähl davon nochmal so ein bisschen. Also, ähm, es ist alles kein Saus und Braus oder so, aber man kann alles machen als Mieter, wenn ich bei dir bin. Nee, man kann man nicht. Also, Partys gar nicht, <laughs> sage ich gleich mal. Äh, nein, mir, es geht darum, wenn man zusammenkommt, essen oder trinken ist etwas ganz Wichtiges, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um auch diese Zeiten zu haben zwischen einem Vortrag äh, um kurz zu kontakten. Das sind ja oft die wichtigsten Sachen. Ein Catering ist teuer, wenn ich das von außen bestelle. Habe ich eine Gruppe, die wenig Geld hat, sich selbst organisiert, also unsere Zielgruppe, muss ich ihnen die Möglichkeit geben, sich selber zu bekatern. Das heißt, wir haben die Hardware, es ist alles da. Du kannst bei uns alles machen. Du bringst deinen fairen Kaffee oder nicht fairen Kaffee selber mit. Es gibt bedingungsloses Leiter Leitungswasser zu, bis zum Abwinken und ein Sodastreamer. Äh, es gibt Tee, äh, der von anderen Gruppen, die manchmal auch sehr lässig damit umgehen, einfach dagelassen wird. Das geht in die Community. Jede Gruppe soll hier die Möglichkeit haben, möglichst, äh, auch wenn sie sich das Feldschlösschen nicht leisten kann, möglichst sich ein gutes ähm, ja eine gute Stimmung, ein gutes Miteinander zu ermöglichen. Und die meisten Gruppen kochen selber vor und wärmen das auf und haben dann auch noch ein schönes Buffet, was sie sich da dann selber bereiten. Mit bedingungslosem Leitungswasser. Bedingungsloses Leitungswasser. Ja. Denn Trinkwasser <laughs> ist ein hochwertiges Lebensmittel. Absolut. Vom bedingungslosen Leitungswasser, wenn wir die ja, Gesellschaft, wenn wir die Klimakrise ähm, mit der Gesellschaft irgendwie bewältigen wollen, bedarf es so einer Haltung. Das ist für mhm. dich, weiß ich, einfach ein, ein ganz wertvoller Begriff. Ähm, was verbindest du in dem Fall damit? Also ich, ich verbinde mit Haltung dazu, dass ich, dass ich akzeptiere, dass wir einfach völlig über unsere Ressourcen leben. Dass ich das auch tue, egal was für eine Haltung ich habe, aber dass ich bei all dem, was ich tue und wenn ich was anbiete, etwas ermögliche, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit haben wir einen Kulturplatz bestückt draußen. Das heißt, es gibt eine Containerbühne, es gibt einen Einlass. Das war die Möglichkeit, weiterhin Kultur äh, zu, ja, stattfinden zu lassen unter Corona-Bedingungen. Und gleichzeitig muss ich da überlegen, was, was richte ich damit auch an? Also was, was sind eigentlich die nächsten Punkte? Was hat das mit Mobilität zu tun? Und wie kann ich das durch das, was ich ermögliche, auch ein Stück weit lenken? Also wie kann ich durch regenerative Energieformen den Energieverbrauch senken? Wie kann ich dadurch, dass ich einfach keine Parkplätze zur Verfügung stelle, es gibt ja Parkplätze. Aber die Leute auch dazu bringen, eben nicht mit dem Auto zu kommen. Und viele Gruppen, und gut, da haben wir natürlich auch Gruppierungen, die da sehr nahe sind, kommen eben mit ihren Lastenrädern und machen das. Das sind alles ganz kleine Punkte. Aber insgesamt ist für mich eine Haltung etwas, dass ich jedes Mal immer wieder auch meine eigenen Aktivitäten überdenke und mich frage: hm, Ich bin jetzt nicht die Gute weil ich ein, zwei, drei Sachen umgesetzt habe, sondern ich bin in einem Prozess und bin dankbar für alle Anregungen, die ich von außen bekomme, und gerade von den vielen Gruppen, die sich bei uns treffen, was können wir besser machen? Aber wir sagen auch danke für das Angebot, das das Kreativlabor jetzt schon seit vielen Jahren vorhält. Denn es war und ist das einzige Angebot, gerade für Gruppen, die eben über ja, wenig oder gar kein Geld verfügen. Ah, das nee, das stimmt nicht. Es gibt auch noch andere. Also es gibt noch Kirchengemeinden und es gibt Schulen und es. Also ich sag mal, es gibt eine ganze Menge auch. Aber ich finde, in einem kulturellen Zentrum wie der Kulturetage, im innerstädtischen Bereich, wie wir hier sind, gehört es auch zum zur Haltung dazu, zum dass guten man Ton. und zum guten Ton und ja zum Auftrag auch. Wir kriegen viel Geld aus der Solidargemeinschaft, weil wir das beantragen und so, dass wir das auch alles, wie, also auch ein Stück weit wieder mit unserem Angebot zurückgeben. Susanne Mertineit vom Kreativlabor innerhalb der Kulturetage. Ganz vielen Dank. Und ähm, bis zum nächsten Mal, wenn wir bei euch wieder die Räume in Anspruch nehmen <laughs> und den gedankenfreien Lauf lassen können und einfach in einer guten Atmosphäre zusammensitzen. Vielen Dank. Gerne. Die Veränderung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung wird immer dringlicher, wenn man die globale soziale und ökologische Lage betrachtet und die Folgen der Übertretung der planetaren ökologischen Belastbarkeitsgrenzen berücksichtigt. Bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zeigt sich deutlich, wie sehr ein Über- und Umdenken von Gewohnheiten, Werten und alltäglichen Praktiken in Produktion und Konsum gefragt ist. Das Staatstheater Oldenburg ist sich verändernd unterwegs. Der Zukunft im Oldenburgischen Staatstheater. Wir sprechen mit Saskia Kruse, Dramaturgin für Oper und Konzert. Anlass ist das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn. Bartholdy, 1846 uraufgeführt. Einen Ausschnitt daraus haben Sie gerade gesehen. Elias ist ein großes Chorwerk, bei dem der Chor trotz vieler solistischer Partien die Hauptrolle spielt. Doch darüber möchten wir gar nicht mit dir sprechen, Saskia. Wir sind daran interessiert zu erfahren, wie diese Inszenierung zustande gekommen ist. Ihr habt Elias mit euch Originalen Bibelzitaten, das ist also auch schon schlappe 2000 Jahre her, ins Hier und Heute in die Klimakrise übertragen. Warum das denn? Also, als unser Regisseur Anthony Pilewaki angefangen hat, sich mit dem Stück auseinanderzusetzen, hat er, ist er, glaube ich, als erstes vor allem auf die Frage gekommen: Was ist denn ein Prophet eigentlich? und was wäre denn heute ein Prophet gibt es heute noch solche Menschen wie ein Elias der mahnt der eine, Auf eine höhere Aufgabe hat der ähm, das persönliche dieser Aufgabe unterordnet und er ist sehr schnell darauf gekommen dass es ähm, so Prophetenfiguren immer noch gibt oder gab oder Menschen die man vielleicht so betiteln könnte natürlich dehnt man den Begriff dann ein bisschen und ähm, eine Person die ihm da vor allem ja dann bei ihm auch hängen geblieben ist ist Greta Thunberg gewesen ähm, weil diese Geschichte dann doch in der Art, wie Elias agiert und auch durch die ähm, göttliche Strafe, die in dem Fall ja eine Dürre ist und später nun aber auch die Flut, der Regen, der dann niederkommt, ja doch viele Parallelen hat mit der Situation heute, mit der Klimakrise, aber vor allem also jetzt nicht direkt mit der klimathematik im sinne von ist, um den wissenschaftlichen aspekt sondern den gesellschaftlichen. also wie geht denn diese gesellschaft mit so menschen wie elias um einer der ähm, die wahrheit ausspricht die niemand hören will der, der ermahnt der versucht ähm, das unheil abzuwenden und dann aber auf eine, auf eine welt trifft wo einerseits die menschen sind die unter den konsequenten extrem leiden müssen und aber andererseits die menschen sind die ähm, ja, reich sind oder sich vielleicht auch durch diese Art der Katastrophe daran bereichern können und diese Warnung dann natürlich auch nicht hören wollen und ihn dann auflaufen lassen. Und wenn man diese Bibelgeschichte oder vor allem jetzt auch die Vertonung des Oratoriums, die ja auch ein bisschen anders ist als die Bibel, wenn man das unter dem Aspekt betrachtet, gibt es sehr viele Situationen, die sehr aktuell sind und erschreckend real sind, wie man vielleicht merkt, wenn man das Stück sieht, die man, ja, ich glaube, aus der, aus den Medien einfach kennt. Und ähm, das war ihm ein Anliegen, diese Musik, die ja schon auch ähm, einen Pathos hat und sehr ähm, ja, emotional ist, nicht da quasi alles nochmal zu unterstreichen, sondern auch ein bisschen dagegen zu gehen und etwas über uns heute zu erzählen. Elias spielt im oldenburgischen Staatstheater auf einer Klimakonferenz. Wie haben denn die Beteiligten im Vorfeld hier im Haus darauf reagiert, als der Spielplan vorgestellt wurde? Elias gleich Greta. Ich glaube, das war noch von Anfang an nicht unbedingt immer allen so bewusst, aber der Regisseur hat, als er das Konzept vorgestellt hat, das sehr gut begründen können und erläutern können, was er mit diesem Konzept wollte und wo er dahin will. Und die Klimathematik liegt uns ja auch sehr am Herzen. Wir haben einige Stücke dieser Spielzeit, die sich damit auseinandersetzen. Wir haben aber auch interne Bestrebungen, unsere Arbeit zum Beispiel nachhaltiger zu machen. Deswegen gab es eigentlich eine durchweg positive Resonanz auf diesen, ja, auf diesen Inszenierungsansatz. Und wie hat die deutsche Theaterszene reagiert? Da guckt man ja schon auch mal nach Oldenburg, ne? Ja, vor allem vielleicht auch deshalb, weil, das, äh, weil Elias ähm, sehr selten szenisch gemacht wird, weil es eigentlich gar, kein, gar keine Oper ist, sondern wie gesagt in ein Oratorium, was normalerweise im Kirchenraum aufgeführt wird und dementsprechend halt von der Dramaturgie ja, Herausforderungen hat für die Regie. Ähm, was deshalb vielleicht schon mal ein Grund war, warum äh, es jetzt relativ viele Kritiken gab ähm, im Vergleich zu vielleicht anderen Produktionen. Und weil das Stück, ich glaube, auch erst einmal wirklich inszeniert gemacht wurde, in Wien muss, war das, ähm, ja, es wurde viel, viel besprochen, ähm, zum Teil auch mit, mit Blick auf die Inszenierungs, ähm, ja, auf die Interpretation in der Inszenierung der Klimakrise. Ja, stark. Werkstatt Zukunft war die Tage nach einer Aufführung im Staatstheater und hat Publikum nach dem letzten Applaus befragt. Wir waren darauf vorbereitet, aber es war so, wie ich es jetzt erwartet habe. Wunderbare Inszenierung, ganz toll gemacht. Wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Der Chor war klasse. Ich fand es sehr beeindruckend ein altes bekanntes Stück aus der Kirchenmusik zu sehen, wie man das in Verbindung bringt mit unseren aktuellen Themen heute. In Sachen Klimakrise gut, wenn Greta als Nachfolger von Elias gezeigt wird. Regt das auf jeden Fall die ich es mal Kunstschaft, die hier eigentlich im Theater sind auf jeden Fall auch zum Denken an. Und es war auch eine, ich finde auch eine interessante Inszenierung, was er sich gedacht hat. Ich weiß noch nicht, wie er sich den Schluss gedacht hat mit diesem, ob war das Putin, war das Hitler oder wer war das jetzt? Das, das konnte man konnte ich nicht rauskriegen. Ja, interessante Reaktionen, Saskia. Bekommt ihr vom Publikum auch die eine oder andere Zuschrift? Und wenn ja, welche? Äh, tatsächlich haben wir zu dem Stück keine Zuschriften bekommen. <laughs> Muss ja auch jetzt nicht schlecht sein, oder? Ähm, interessant ist ja, dass ähm, der Prophet Elias für die mahnende Stimme der Wissenschaft steht, König Ahab und seine Gattin für die ignorante Politik. Es kommt, wie es kommen muss. Elias scheitert, landet im Gefängnis und stirbt. Am Ende bin ich dann wieder auf der Klimakonferenz, wo Greta Thunberg quasi als Nachfolgerin von Elias auftritt und Ausschnitte aus ihrer berühmten Rede vor dem UN-Klimagipfel in New York hält. Völlig hypothetische Frage zugegeben, Saskia. Hätte sich der Komponist Felix Mendelssohn Bartoldi diese Interpretation verbeten? Boah, da, das kann ich, glaube ich, da kann ich mich jetzt gar nicht ähm, erdreisten, irgendwas dazu zu sagen, wie Mendelssohn sich dazu geäußert hätte. Es war damals schon eine sehr andere Zeit, aber mit einer der Gründe, warum er die Elias-Geschichte genommen hat für sein no neues Oratorium, ähm, war, weil er das Gefühl hatte, dass seine Gesellschaft seine Zeit so einen Menschen wie Elias dringend gebraucht hat. Jemand, der stark ist, der das Unangenehme ausspricht, der vielleicht auch mal böse ist oder oder grausam ist ähm, deswegen also ich denke schon dass er wenn er heute leben würde vielleicht auch versteht warum wir das gemacht haben und wenn man genau auf den Text achtet der danach in diesem Rezitativ kommt der bei uns ja von dem ja, von der Knabenstimme beziehungsweise von von einem Mädchen gesungen wird fällt einem auf dass dieser Textabschnitt eigentlich wirklich eins zu eins die Fortsetzung der Rede von Greta hätte sein können. Das waren übrigens zwei verschiedene Reden von Greta, ein Zusammenschnitt aus den beiden. Ja, 2000 Jahre ist der Text alt. Wir haben noch mal Publikumstimmen eingefangen. Können Sie jetzt ähm, sich schon mal überlegen, wie Sie diese Klimakrise in Ihrem Alltag anders bewältigen wollen, wenn Sie Elias als Appell verstehen? Also, ganz sicherlich äh, im Augenblick nicht. Äh, ich fand das auch äh, ein bisschen äh, übertrieben, nun äh, äh, auch noch Klimaaktivistin äh, einzubauen, die äh, nun mit äh, Elias äh, unmittelbar nichts zu tun hat. Äh, ein, ein bisschen gekündelt, ein bisschen oben aufgefropft. Ja, muss ich nochmal sacken lassen. Ne? Aber hat einen berührt. Nachdenklich gemacht. Zum Schluss die Greta, das war mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. <laughs> ja. Ich hätte es auch ohne Greta gut gefunden. Man würde wahrscheinlich leider davon ausgehen, sie machen weiter wie bisher, aber wenn man nicht zumindest zum Denken anregt, wenn man das nicht anstößt, irgendwo muss man ja anfangen. Und es ist ja erstaunlich, dass es in dem Rahmen stattfindet, weil das Klientel ja auch dem Theater bekannt ist und das da dann erstmal in Bewegung setzen zu wollen, die Impulse zu setzen, wie es dann aufgefasst wird, ist, ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde es weiter erzählen. Mal gucken, wer sich hierher verirrt, wer sich von mir anstecken lässt. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Stimmt, da sind wir sowieso Step by Step auf dem Weg dahin. Immer wieder, immer ein bisschen weitergebend an die nächste Generation, die jetzt weggerannt ist. Auf jeden Fall. Diese Inszenierung setzt den Propheten Elias in unsere heutige Welt und lässt ihn gegen eine abgründige, postfaktische Gesellschaft ankämpfen, die seine Botschaft partout nicht hören möchte. Das israelische Volk ist eine schicke, sekttrinkende Konsumgesellschaft. Inwiefern ist denn Kunst überhaupt eine wichtige Brücke aktuell zwischen Gesellschaft und relevanten Themen wie der Klimakrise, Saskia? Ich denke, ähm, gerade in Bezug auf die Klimakrise, das ist halt ein riesiges Thema. Da gibt es unfassbar viele Facetten. Und ich meine, Greta Thunberg hat ja jetzt auch gerade vor kurz naja, vor zwei Monaten dieses große Klimabuch rausgegeben, wo man wirklich alle Facetten von ExpertInnen beleuchtet ähm, nachlesen kann. Was das allerdings nicht schafft, ist, das auch einem zu einem persönlichen Thema zu machen. Also, das ist immer wissenschaftlich, analytisch, sachlich. Und ich denke, was Kunst in dem Fall oder jetzt Theater oder Musiktheater schaffen kann, ist auch die, ähm, das, das Thema emotional einem auch nahe zu bringen. Ähm, natürlich können wir in so einem Opernabend oder auch in unseren anderen Stücken, wie die vier Neuen Jahreszeiten zum Beispiel, nicht alle Facetten auf die Bühne bringen und alles jedem nochmal erklären. Dafür gibt es Kompetentere Leute, die in der Wissenschaft genau das tun. Aber was wir versuchen können, ist zu zeigen, was das mit uns als Menschen macht und mit uns als Gesellschaft macht und uns zu zeigen, dass wir eine Verantwortung haben. Sagt uns Saskia Kruse, Dramaturgin für Oper und Konzert am Oldenburgischen Staatstheater. Vielen Dank für das Gespräch, Saskia. Und wir entlassen Sie mit einem weiteren Eindruck aus Elias. Viel Spaß dabei. Nachhaltig bedeutet zukunftsfähig. Nachhaltigkeit darf dann nicht mehr die Ausnahme, sondern sollte die Regel sein. Nur so kann eine echte zukunftsfähige Kultur gebaut werden. Das Bewusstsein der Dringlichkeit ist, glaube ich, klar vorhanden. Wir sollten aber schleunigst vom Wissen ins Handeln kommen. Danke an Creative Mass für diese Kooperation, für mehr Bildung, für nachhaltige Entwicklung im Kulturbereich. Bis bald wieder in diesem Theater oder woanders. Tschüss. thank you